Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und es wird mal wieder höchste Zeit für ein Update-Video zu Furio, dass ich in den letzten 3 Tagen seit meinem letzten Video zum Projekt hier auf meinem Kanal schon wieder so viele Neuerungen ergeben haben und Sachen sich entwickelt haben, dass in diesem Video, das vermutlich auch wieder etwas länger wird, sehr viele Sachen angesprochen werden müssen. Ich will zuerst zusammenfassen, was genau jetzt passiert ist in den letzten 3 Tagen und natürlich auch, wie sich das Ganze auf mich bzw. auf das generelle Projekt ausgewirkt hat. Und generell nochmal auf meine Strategie eingehen, ob sich was geändert hat, beziehungsweise meine Gedankengänge dazu. Wir wollen erstmal starten mit einem kurzen Einblick, was hier jetzt genau los war in den letzten Tagen. Dazu springen wir auf die letzte Meldung des Teams am 13.11. von vor 3 Tagen. Und zwar gab es eine DDoS-Attacke auf die Homepage, sodass die Homepage in einem gewissen Zeitraum nicht erreichbar war. Zusätzlich ist einiges an Panik im Gesamtmarkt und auch intern im Furio-Markt ausgebrochen, sodass der Preis in die untere Preisspanne abgerutscht ist, wenn wir uns das hier im aktuellen Preischart anschauen. Der Preis hat sich ja lange in der oberen Preisrange gehalten bei 5,50 $. Mittlerweile sind wir in den letzten Tagen jetzt auf die untere Preisrange unseres Liquidity Management Systems runtergebrochen und rangieren jetzt hier aktuell im 4,50 $ Bereich. Wir haben genug Liquidität verfügbar, um diesen Preis zu halten, deswegen macht euch hier keine Sorgen. Der Chart wird jetzt hier genauso ausschauen, wie er hier oben ausgeschaut hat und dementsprechend weiter seitwärts laufen, nur eben an der Unterkante der Preisspanne. Dann springen wir nochmal zurück auf den Furio-Artikel und zwar, was wurde jetzt vom Team hier dementsprechend an Maßnahmen ergriffen, um diese generelle Panik abzufangen. Diese haben ein Verkaufslimit für den Fuhrpreis eingeführt von maximal 100 FOR, die man hier pro Tag verkaufen kann. Das Ganze war vorher bei 250 FOR, wurde jetzt dementsprechend runtergesetzt, um quasi die Community und das gesamte Projekt hier zu schützen. Und diese Preisbegrenzung auf 100 FOR bringt einige weitere Folgen mit sich, auf die ich im weiteren Verlauf eingehen möchte. Jetzt wollen wir uns allerdings zuerst noch einen kurzen Medium-Artikel anschauen eines Users, der sehr, sehr gut geschrieben ist. Und zwar eine Sache, die ihr hier direkt anmerkt, die ich hier ganz oben markiert habe, und zwar war das Furio-Team wieder in der Lage, auf die Marktkonditionen direkt einzugehen, diese direkt zu evaluieren und dementsprechende Maßnahmen zu ergreifen, das sie auch in der Vergangenheit schon immer gemacht haben, um das Projekt zu schützen. Dementsprechend war auch diese Begrenzung auf das 100er Verkaufslimit eine entsprechende Maßnahme, die notwendig war, um hier die Panik der Investoren etwas zu begrenzen. Diese Begrenzung ist jetzt seit 13. November in Kraft getreten und sie sagen, dass das Ganze nur temporär sein soll. Ich allerdings persönlich gehe davon aus, dass das Ganze dauerhaft bleiben wird und nicht nur eine temporäre Lösung sein wird. Dementsprechend dann meine Gedankengänge auch später dazu, wie ich mich weiter im Projekt verhalten werde. Eine weitere Sache, die jetzt hier noch angekündigt wurde, und zwar Furio Finance. Ich habe das in meinem letzten Video erwähnt. Das Ganze wird launchen am 21. November. Ich werde da definitiv dabei sein und mich quasi in diese NFTs oder wie auch immer man das Ganze erwerben kann, einkaufen. Und dann dementsprechend hier in den nächsten Teil des Ökosystems investieren. Das jetzt erstmal generell hier als Zusammenfassung, was hier in den letzten Tagen passiert ist. Jetzt ist wichtig, inwiefern diese 100 FOR Verkaufslimit pro Tag uns Investoren betrifft. Und zwar, wenn wir uns das Ganze mal kurz auf Dune.com anschauen, dann sehen wir haben jetzt mittlerweile 54 gemaxed out the Wallets. Und zwar sind das alle Wallets, die die maximale Wallet Balance von 27.777 erreicht haben. Und wir sehen auch einige in diesem niedrigeren Bereich von ungefähr 6.000 bis eben zu dieser maximalen Wallet Balance. Und alle diese Wallets werden jetzt, wenn sie anfangen zu verkaufen, das Problem haben, dass quasi, wenn sie auscashen, mehr FUHR-Token herauskriegen nach Taxes, wie sie heute zum Tageslimit verkaufen könnten. Das kann ich euch jetzt einmal an einem Beispiel demonstrieren. Und zwar unter anderem, ich habe ja auch ein schönes Bild für euch, wie das Ganze mittlerweile aussieht, wenn ihr quasi eine gemaxed out the Wallet habt. Heißt, ihr habt eine Balance von 27.777, hättet dann die Chance, hier FUHRmax zu joinen, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat. Ich habe dazu auch schon einige Videos gemacht, einfach mal reinschauen. Jedenfalls wollen wir uns das Ganze jetzt hier einmal im Detail ausrechnen. Und zwar machen wir das Rechenbeispiel jetzt einmal mit der maximalen Wallet Balance. Ihr habt hier 27.777 FOR Token in eurer Balance und beispielsweise selbst wenn ihr nur 0,5% aus dieser Wallet Balance rauskriegt, das kann ich euch hier anhand dieses Beispiels nochmal zeigen, denn wenn ihr quasi jeden Tag auszahlt, erhaltet ihr nur 0,5% Rendite. Das heißt, wir multiplizieren das jetzt mal nur mit diesen 0,5% Rendite, wenn man hier täglich auszahlen würde, um zu schauen, wie viele FUHR dann auf unserer Wallet landen würden. Und zwar würden wir brutto 138 FOR bekommen, wenn wir eben hier täglich auszahlen. Hiervon, wenn wir noch nicht unter die Whale Tax laufen, sondern am Anfang mit 10% hier sind, denn auf dem White Paper können wir uns das Ganze anschauen,
je öfter man claimt und desto höher quasi die Relation zu unserem Investment wird, desto höher wird auch die dementsprechende Tax. Ihr seht das beispielsweise auch hier nochmal dann angezeigt. Diese Whale Tax wird euch dann hier unten, sobald ihr die maximale Wallet erreicht habt, angezeigt und dementsprechend seht ihr dann, wie viele Taxes ihr zahlt. Jedenfalls, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir nur 10% Tax zahlen und dann nochmal 10%, um unsere FUHR in USDC umzuwandeln. So, und da jetzt eben 138 FOR-Token der Bruttowert ist, rechnen wir das Ganze mal 0,9, um dann quasi den Nettowert zu erhalten, den wir hier verkaufen könnten. Heißt, wir hätten dann quasi mit diesem 100 FOR täglichen Verkaufslimit 24, beziehungsweise wenn wir es mal hier hinten aufrunden, 25 FOR-Token, mit denen wir täglich dann nichts anfangen könnten und auch in keine anderen Teile der Plattform investieren könnten, da, wie wir bereits wissen, zum Beispiel in den FOR-Pool können wir nur mit USDC einzahlen. Hier bringen uns die FOR-Token nichts. Die Furbet-Plattform, die launchen wird, wird ihren eigenen Token haben, und zwar den FURB-Token. Heißt, hier können wir auch nichts mit unseren FUR-Token anfangen. Zudem, der Furbot läuft über die NFTs. Und Furio Finance beispielsweise, das in Kürze launchen wird, wird auch nur betretbar sein, entweder mit Blue-Chip-Investments, heißt Bitcoin, Ethereum, BNB, oder mit Stablecoins. Und dementsprechend haben jetzt viele Wale, also viele größere Wallets hier in diesem Bereich, angefangen auszuzahlen, da sie sonst übrige FOR-Token hätten, mit denen sie nichts anfangen können. Und vermutlich haben wir deswegen auch diesen großen Preissturz dann letztendlich gesehen. Das Announcement, dass hier wirklich ein 100er Verkaufslimit eingeführt wurde, kam zwar erst, nachdem wir hier schon auf halbem Wege runter waren. Das hat das Ganze natürlich aber noch befeuert und dementsprechend haben sich dann auch noch viele weitere große Wallets dazu entschieden zu verkaufen. Und deswegen ist das hier einfach die naheliegendste Option bzw. Lösung, warum der Preis jetzt auf die untere Range zugelaufen ist. Ich habe währenddessen natürlich auch von diesem Gerücht gehört, aber wenn wir uns mal meine Vault Balance anschauen, ihr seht es hier, ich habe jetzt hier 20 Stunden in Rendite erzielt und würde mit einer Auszahlung nach 24 Stunden nach Abzug von Gebühren ungefähr auf diese 100 FOR-Token aktuell kommen, habe mich jetzt aber letztendlich nach einigen Gedankengängen hier dazu entschieden, noch nicht auszuzahlen, sondern noch weiter zu compounden. Jetzt ist vielleicht für den einen oder anderen wichtig zu wissen, warum ich das nicht gemacht habe, beziehungsweise auch warum ich vielleicht vorgehabt hätte auszuzahlen. Wir wollen jetzt mal anfangen damit, warum ich das Ganze nicht gemacht habe, und dazu springen wir einmal auf den Kalkulator und schauen uns das Ganze hier dementsprechend an. Ich habe jetzt hier mal meine aktuellsten Daten eingefügt. Die findet ihr, by the way, wenn ihr hier auf Team geht und dementsprechend einfach die Daten, die ihr hier an der Seite habt, in den Kalkulator eintragt. Ich werde euch den Kalkulator natürlich unten in die Videobeschreibung packen und dementsprechend könnt ihr dann, sobald eure Daten hier eingetragen sind, der Preis hier wird automatisch abgerufen. Hier seht ihr auch nochmal den Wert eures Portfolios und dementsprechend bin ich jetzt hier in Szenario 3, weil Szenario 3 quasi die tägliche Rendite von 2,5% widerspiegelt. Auf dieser befinde ich mich gerade, wenn ihr mal einen FUR-Vault anschaut, dementsprechend die 2,5% Rate. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, ich erhalte meine Wax Wallet bzw. erreiche diesen Zeitpunkt zum aktuellen Datum, zum 31.01. Und würde ich jetzt hier anfangen auszuzahlen, das würde mich dann quasi auf eine Reward-Rate von 1,75% zurücksetzen und dementsprechend wäre ich dann in Szenario 1, das ist quasi dieses Tabellenblatt hier unten. Und hier können wir uns das Ganze anschauen, wie viel Zeit mich das kosten würde, um Max Wallet zu erreichen. Dementsprechend scrollen wir einmal runter, schauen uns an, wann wir die 27.777 erreicht haben. Und zwar wäre das zum 22.03., heißt ungefähr knapp 2 Monate später. Ich würde natürlich hier wöchentlich auszahlen können und das sind natürlich auch keine kleinen Beträge, wie ihr jetzt hier seht. Diesen Preis sollte ich auch definitiv erhalten, da jetzt wie gesagt die Preisspanne an der unteren Grenze angekommen ist. Aber ich werde jetzt hier definitiv erstmal weiter compounden, mindestens bis ich fünfstellig bin, heißt meine 10.000 FOR-Token im Vault erreicht habe. Das ist zumindest mein aktueller Plan. Dieser hängt natürlich von den aktuellen Statistiken und Projektentwicklungen ab. Dieser kann sich auch jederzeit ändern. Sobald sich das ändern sollte, erfahrt ihr das am schnellsten immer in unserer Telegram-Gruppe. Dort habe ich unter anderem auch einige Update-Videos gedreht für die Leute, die vielleicht auch ein bisschen in Panik geraten sind. Ihr seht das beispielsweise hier oder beispielsweise hier, wo ich auch nochmal erklärt habe, wie das Liquidity Management System funktioniert. Also falls ihr immer die schnellsten Updates haben wollt, dann kommt entweder hier in die Telegram-Gruppe oder bei uns auf den Discord-Channel. Dort kriegt ihr dann immer die neuesten Informationen
und habt immer direkt Ansprechpartner bzw. andere Personen, die eventuell in der gleichen Lage sind. Die Links dazu werden natürlich auch unten in der Videobeschreibung sein. Jetzt wollen wir uns, wie gesagt, noch die andere Seite anschauen, warum ich kurz mit dem Gedanken gespielt habe, hier auch anzufangen auszuzahlen. Und zwar hat das zwei bzw. drei verschiedene Gründe. Zum ersten Mal natürlich Profite realisieren und diese dann bereit zu haben für den Launch von unter anderem Furio Finance, einem Projektteil, in den ich, wie gesagt, auf jeden Fall investieren werde. Dann werde ich ein weiteres Mal in ein Projekt investieren, das am 2. Dezember seinen Presale haben wird, und zwar ist das Truth Seekers. Ich habe das unter anderem damals, als die Seed Round gestartet hat, in die Telegram-Gruppe geschickt, dass man sich dieses Projekt mal anschauen sollte. Das entwickelt sich bis dato sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, Presale hierfür wird am 2. Dezember sein. Hier wird auch auf jeden Fall nochmal ein separates Video dazu kommen, da ich sehr, sehr überzeugt bin. Und ein Projekt, das in noch kürzerer Zeitspanne ansteht, und zwar schon übermorgen, wenn ihr dieses Video seht, wo auch nochmal ein separates Video dazu kommen wird, und zwar ARK Finance, das quasi ähnliche Metriken hat wie Furio, aber noch in der Presale-Phase steht und hier eben der Public Launch Nummer 2 am 18. November ansteht und ich hier auch nochmal nachlegen möchte. Ich habe unter anderem schon in Public Launch 1 investiert, habe dazu auch ein Video auf meinem Kanal gemacht, schaut euch das gerne noch an, da gehe ich einmal auf das gesamte Projekt ein. Auf jeden Fall hier Public Launch 2 werde ich definitiv auch dabei sein und mir das eine NFT hier kaufen, im besten Fall auch zwei über verschiedene Wallets, je nachdem wie schnell diese ausverkauft werden, da der erste Launch bzw. dieser Public Launch innerhalb von 2 Minuten schon ausverkauft war. Deswegen glaube ich, dass der zweite Public Launch entweder in der gleichen Zeitspanne oder noch schneller ausverkauft sein wird. Das jetzt mal zusammenfassend zu meinen ganzen Überlegungen, was dieses Projekt betrifft. Wenn wir uns ganz kurz nochmal meinen Vault anschauen, wie gesagt, ich bin jetzt aktuell bei einer Balance von 4.700. Wenn wir uns das in der Gesamtstatistik anschauen, ist das hier in diesem Bereich. Also ich bin jetzt aktuell hier bei 4.700 bis 4.800. Werde jetzt gleich diesen großen Block da hier einholen oder vielleicht noch überholen, wenn viele davon ausgezahlt haben. Und dann mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich plane nämlich eine zweite Wallet aufzusetzen, in der ich dann quasi die überschüssigen FUR airdroppen kann und dementsprechend dann meine 100 FOR pro Tag verkaufen kann, da ich ja wie gesagt davon ausgehe, dass dieses Verkaufslimit bestehen bleibt. Und die überschüssigen FUR kann ich dann dementsprechend in meine zweite Wallet schicken, um dort einen neuen Account aufzubauen. Das ist meine zukünftige Strategie, sobald ich anfangen sollte, auszuzahlen in diesem Projekt. Noch kurz ein, zwei Worte zum FUR-Pool, da diese Frage auch schon aufkam. Und zwar ist mein Stake jetzt natürlich auch gesunken, zusammen mit dem Liquiditätspool-Preis. Und das hängt natürlich maßgeblich damit zusammen. Wir sehen es hier oben schon, da das Ganze ein Paar ist aus Furio und USDC im Verhältnis von 10 zu 90, also 10% FOR, 90% USDC. Und da natürlich der FOR-Token um 1 Dollar pro Token gesunken ist, ist dementsprechend auch der Paarpreis hier gesunken und dementsprechend ist auch der Stake weniger wert. Für alle, die sich jetzt gefragt haben, warum der Wert ihres Stake jetzt gesunken ist. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit dem Video Mehrwert bieten bzw. einen besseren Einblick, was jetzt hier die letzten Tage passiert ist. Gerne zum Austauschen in unsere Telegram-Gruppe bzw. auf den Discord kommen. Links natürlich zu allem, was ich heute hier im Video erwähnt habe, unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr zukünftige Updates zu dem Projekt nicht verpassen wollt, abonniert definitiv meinen Kanal. Ich bringe circa 1 bis 2 Furio-Videos die Woche, um euch alle auf dem Laufenden zu halten. Dementsprechend würde ich mich natürlich, wenn ihr das Ganze honoriert, auch über einen Daumen hoch auf dieses Video freuen und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.